Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute Nacht ging mal wieder ein CS2-Update live, es war ein bisschen was über 600 MB groß und hat für einen, naja, überschaubaren Update-Blogpost gesorgt. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Der Post ist relativ klein, es gab nur 3 Änderungen, 2 bei den Maps und eine bei Misk. Hier auf Bombsite A wurde Clipping an den Boxen verändert, dass man wieder draufspringen kann. Mir war nicht bewusst, dass man dann nicht draufspringen konnte zwischendurch. Ich weiß auch nicht genau, welche Box damit gemeint ist. Ob jetzt dann irgendwie, die hier oder eben die hier gefixt wurde. Möglicherweise hat einer von euch ja mitbekommen, was hier schief gelaufen ist, aber mir ist hier nichts bewusst. Also ich, ja. Gut, vielleicht habe ich auch nie jemanden auf den Boxen gesehen, weil es nicht ging. Auf Vertigo wurde das Clipping bei A-Catwalk gefixt, sodass man am Ende nicht runterfällt. Ich nehme an, hier vorne konnte man einfach drüber schlappen. Das ist, ist mir nicht passiert. Ich weiß gar nicht, ob das Ding hier die ganze Zeit da war. Aber ja, aufgrund der Höhe kann ich mir gut vorstellen, dass man hier einfach drüber laufen konnte. So ein bisschen wie eben auch bei Treppenstufen oder dieser Geschichte hier. Dass du einfach flupp und dann runter. Sicherlich eine Änderung für diverse Kokolori, die halt runtergefallen sind, aber ich denke, die meisten Spieler haben eine Awareness dafür, wann, wo, wie die Map aufhört und laufen halt dann nicht noch komplett runter. Also auch ohne die Kante anzuschauen. Und zu guter Letzt haben wir noch Misk. Hier wurde beim Granatenwerfen die Kamera gefixt. Die hat wohl ab und an mal mitunter so ein bisschen gezuckelt, wenn man eine Granate geworfen hat. Auch das ist wieder eine Sache, die mir noch nie, ja, passiert ist. Und wenn, dann habe ich sie vielleicht einfach als Leck oder was empfunden. Ja, und das war es leider schon mit dem Update. Wir haben jetzt heute den 12.07. Wenn wir wiederum rüber auf die Neuigkeiten gehen und so ein bisschen runterscrollen, sehen wir, dass die letzten paar größeren Updates immer Ende des Monats kamen. Also in ungefähr 12 bis 14 Tagen. Das heißt, sofern die Volvos weiter so verfahren, dass sie einmal im Monat jetzt sowas Größeres bringen, kann man davon ausgehen, dass es jetzt erstmal dann nichts mehr Großartiges gibt, bis dann in 12 oder 14 oder 15, 16 Tagen, wenn dann hoffentlich das nächst größere Update kommt. Aber ob der Update-Rhythmus so bleibt, wissen wir natürlich nicht. Es kann sein, dass das jetzt auch einfach nur Zufall war, dass halt immer wieder am Ende des Monats irgendwas gepresst wurde. Wünschenswert wäre es aber allemal, weil ich denke, einmal im Monat mit einem Update wie diese letzten paar großen, die wir seit März erhalten, ne, seit Februar, das wäre schon vernünftig. Und wisst ihr, was auch sehr vernünftig ist? Dieses Video ist schön kurz, das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, um noch ein paar Giveaways aufzulösen. Einfach mal so 4, 5 YouTube-Giveaways raushasseln. Also, let's go! Zuallererst gab es für euch eine MP7 Just Smile aus der Kilowatt Collection. Und in diesem Video ging es um diesen Tastaturfehler, der mit einem Update behoben wurde. Vielen Dank für 103 Kommentare. Und es ging darum, dass man halt sagt, ob man den Fehler auch hatte oder nicht. Dachte immer, meine Tastatur hat einen Schaden. Hatte manchmal auch das Problem, dass ich gar nicht laufen kann. Aber habe selbes manchmal auch in COD. Okay, du hast somit auf jeden Fall gewonnen, Evil Darkness. Schreib mir bitte hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner YouTube-Kanal-Info bitte deinen Trade-Link bei. Als nächstes gab es diese USPS Jawbreaker für euch und für dieses Giveaway sollte man schreiben, ob man auch bereits andere Valve Games schon gezockt hat. Vielen, vielen Dank für 170 Kommentare, so ein Bangarang. Let's go und wir haben hier den Gewinner Fry. Nice, kennen wir aus dem Stream. Team Fortress Classic, Ricochet, Day of Defeat. Oh, da habe ich auch nice Erinnerungen. Ein richtiger Volvo-Fan, wenn man so will, ne? Fry, du hast somit den Skin gewonnen und sicherlich auch sehr viel geile Zeiten gehabt mit den ganzen Spielen. Wir lesen uns dann hier unterm Video und ja, du weißt, der Trade-Link bei dir auf YouTube rein. Dankeschön. Weiter geht's mit dieser Judgment of Anubis PB Bison. Schöner Skin, kackige Waffe. Die gab es in diesem Map-Update-Video und ich hatte euch gefragt, ob ihr die Maps cool findet oder doch lieber eine Operation hättet haben wollen oder irgendwie so. 171 Kommentare, vielen, vielen, vielen Dank dafür. So what? System of a Throne oder was? Bin nur wegen dem Giveaway hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, Monsieur, gerade so kann man natürlich nicht gewinnen. Man muss schon die Catchphrase auch beantworten. Weiter geht's. Zweiter Versuch. Hallo? Habe ich F5 gedrückt? Ich Vogel, sorry. Auf ein neues. Danke für 171 Kommentare. Habe ich F5 gedrückt gerade? Hä? Gutes Update, aber habe mehr erwartet. Bengal, bitte hier unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und hier bitte deinen Trade-Link reinballern. Vielen lieben Dank. Weiter geht's mit einer MAC-10 Sakaku, vorletzter Skin für heute. Die gab es einen Tag später in einem Video, das darauf gefolgt ist, auf das Update-Video. Da habe ich euch im Speziellen einfach nochmal gefragt, wie ihr das Update fandet. Denn ich hatte im Stream einige, die gesagt haben, dass das Update bodenlos gewesen sei. Und da habe ich so ein bisschen drüber geschnackt halt von wegen, ja gut, die Erwartungen wurden halt auch von Leuten wie mir, anderen Streamern, anderen YouTubern, die vor allem auch
Leute, die halt wirklich überhaupt nichts sagen, das könnte, muss aber nicht, sondern die sagen, es kommt Operation. Natürlich wurde man da aufgehypt und naja, wie schlimm es für einen war, dass das Update jetzt halt so war, wie es war. Ich fand es gut, dass es Content gab, auf die Operation warte ich schon ewig, da machen die paar Monate auch nichts mehr aus. So, Jindex, exactly. Wir haben ja alle Zeit, also die meisten von euch sind wahrscheinlich sowieso nochmal einen Ticken jünger und je jünger man ist, desto mehr Zeit hat man. Ja, Jindex, bitte unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und dein Trade-Link bei dir in die Kanalinfo auf YouTube. Danke. Und zu guter Letzt gab es noch dieses Musikhit für euch. Und das Video hier war ein recht besonderes, da ging es um die aktuelle Cheater-Situation, also wie es bei euch aussieht, weniger Cheater, mehr Cheater, gleich geblieben, Lirum Larum. Darauf wird dann auch noch ein zweites Video folgen, in dem ich das auswerte. Vielen, vielen Dank für 189 Kommentare und wir ziehen mal hier direkt den Gewinner rein. Und es ist der Kokosnussritter. Wurde vor ein paar mehrfach an einem Tag umgecheatet. Davor war kaum was. Hab dann ein paar Wochen kein CS mehr gespielt. War vor 3 Tagen nochmal für die neuen Maps drin. Da war alles legit. Mal schauen, wie es in der nächsten Zeit aussieht. Okay. Hört sich ja erstmal bis auf diesen Teil gar nicht so schlecht an. Kokosnuss, du hast somit gewonnen. Bitte hier unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dein Trade-Link in deiner YouTube-Kanal-Info. Let's go. Und ich sag dir direkt noch dazu, guckt bitte, dass ihr euren Steam-Account auf öffentlich habt. Und auch das Inventar auf öffentlich habt. Es ist ein bisschen krampfig, wenn es halt privat ist, weil dann kann man euch nicht untraden. Und jetzt noch direkt eine ganz, ganz wichtige Ansage. Der Stream heute Abend startet 1,5 Stunden später, also erst um 21.30 Uhr. Und heute könnt ihr euch übrigens die Hydra abholen. Also rankommen. Dann ziehe ich jetzt gleich durch und wir sehen uns dann, wie gesagt, ab 21.30 Uhr auf Twitch. Haut rein, bis dann. Danke fürs Zusehen, danke für die Kommentare. Vielen, vielen Dank für die Likes. Und bis gleich. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.